Hallo zusammen. Mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich von der einfachsten Art bisher kaum ein Video hochgeladen habe. Und das ist der Nierenfleckzipfelfall der Tekla Betulae, den ich euch heute gerne mal vorstellen möchte. Ich bin jetzt hier an einem Bachlauf, umgeben von Wäldern links und rechts, kleine Wiesenflächen dazwischen, die sich hier entlang ziehen. Recht diverses Habitat, strukturreich. Wir sehen teilweise Heckenstrukturen an den Waldrändern und so eben auch jetzt hier, vor denen ich stehe. Das sind Schlehen hier. Und der Nierenfleck-Zipfelfalter, ich habe euch bis jetzt nur ein Video mal vorgestellt und ich möchte es einfach gerne nochmal wiederholen, weil das wirklich eine für Anfänger und Einsteiger sehr, sehr geeignete Art ist. Und die würde ich eigentlich jedem empfehlen, der sich mit dem Thema Raupen- und Eiersuche im Winter beschäftigen möchte, aber noch keine so große Erfahrung hat, der sollte sich vielleicht als erstes mal den Nierenfleckzipfelfalter anschauen. Deswegen will ich das einfach mal kurz auffrischen. Und ja, grundsätzlich zum Habitat hatte ich, glaube auch schon mal vorgestellt, der Nierenfleckzipfelfalter ist relativ weit verbreitet, also in unterschiedlichsten Biotopen. Das kann sein vom Siedlungsbereich, wo Schlehenanpflanzungen, Schlehenhecken sind, Parks beispielsweise. Das kann sein Waldränder, wie eben auch jetzt hier. In den meisten oder die natürlichsten Fälle werden Waldränder sein, teilweise aber auch an Ackerrändern, wo oft eben auch Schlehen an Feldwegen wachsen. Also sehr vielseitig, vielfältig, und deswegen ist schon mal ein Vorteil, weil man ihn wirklich quasi überall finden kann. Man muss jetzt nicht an super spezielle Orte gehen, um zu finden, um fündig zu werden, sondern man kann wirklich schon in den meisten Gegenden irgendwo was Geeignetes finden, wo man suchen kann. Genau, wie gesagt, ich bin jetzt hier eben an einem Bachlauf mal. Das ist jetzt nicht zwingend notwendig. Es könnte auch ein relativ trockenes Biotop sein. Eben weil Ackerränder beispielsweise sind ja per se meist schon mal ein bisschen trockener. Da kann man die Art auch gut finden. Hier ist es eben jetzt ein bisschen luftfeuchter. Grundsätzlich würde ich aber rein von der Bevorzugung her schon sagen, dass vielleicht so halbschattige Bereiche am besten geeignet sind. Aber wie gesagt, man kann ihn wahrscheinlich nahezu überall finden. So, wie geht man jetzt vor? Also, ich stehe vor der Schlehenhecke, vielleicht das Erste, wo sich die meisten jetzt fragen, ja, wie finde ich denn Schlehe? Da muss man sich auch so ein bisschen reinschauen in die Gehölze und Hecken im Winter, dass man die erkennt. Bei Schlehe ist vielleicht die Unterscheidung am schwierigsten mit Kreuzdorn. Mit Kreuzdorn auf jeden Fall, aber Kreuzdorn gibt es vielleicht wiederum in den wenigsten Gegenden, von daher vielleicht eher Weißdorn noch mit, was in Frage kommt. Sehe ich jetzt hier gerade leider nicht, kann ich keinen Vergleich bieten. Schlehe ist sehr vielseitig auch irgendwie, also man hat relativ lange Zweige ohne Dornen. Das sind eher die jüngeren Bereiche. Wir haben dann auch sehr kräftige, sehr gut bedornte Zweige. Was ich aber auffällig ist, dass die Dornen immer endständig sind. Also wir haben hier immer am Ende, der Zweig im Endeffekt ist einfach spitz zugelaufen und sehr fest. Und dadurch bildet es so eine Art Spitze aus, was man auch durchaus spüren kann. Genau, das ist sehr typisch. Bei Weißdorn wären dann innerhalb von diesen Gabeln meist nochmal die Dornen zu finden. Ne? Also ein bisschen anders nochmal aufgebaut als die Schlehe. Aber da muss man sich vielleicht einfach ein paar Beispiele angucken. Und ja, ein bisschen auch ein Auge dafür bekommen, eben gerade weil die Schlehe sehr vielseitig ist und es teilweise hier jetzt an diesen Zweigen gar keine Dornen gibt. Genau, aber das wäre zumindest erstmal eine Grundlage, die man kennen müsste, wie findet man eine Schlehe. Und wenn man jetzt eine Schlehe hat, die Nierenfleckzipfelfalter legen ihre Eier immer in diese Astgabeln oder Zweiggabeln hinein. Also, das könnte sein hier, hier, hier in diese Gabel und so weiter. Ich würde mich jetzt bei der Suche eher weniger auf diese glatten Bereiche konzentrieren, also nicht hier am Stamm oder am Zweig, sondern wirklich immer in diese Gabeln schauen, einfach nur. Das habe ich jetzt hier mal gemacht und siehe da, ist auch ein Ei.
ein schönes weiß leuchtendes Ei in dieser Astgabel drin. Und wie ich schon sagte, das ist für Anfänger wirklich geeignet. Man sieht es eigentlich schon, weil das so weiß ist, das strahlt richtig. Eine typische Struktur hat es. Also wir sehen das weiße Ei, das hat so ein bisschen dunkleren Ring drumherum und in der Mitte, die Mikropyla, ist nochmal eine dunkle Einkerbung. Wenn man sich es genauer anguckt, sieht es so ein bisschen aus wie ein Golfball. Von der Struktur her, das kann man jetzt auf dem Video natürlich nicht erkennen. Aber ich gehe mal ein bisschen weiter weg und auch da, gut, die Handyqualität ist jetzt nicht sonderlich förderlich, aber auch hier sieht man jetzt schon von Weitem dieses kleine weiße Ei leuchten. Und ja, das kann man sich zum Nutzen machen. Man kann schon beim Vorbeigehen eigentlich die Eier finden. Ich habe jetzt hier das nächste. Auch hier ist es wieder in dieser Gabel, in dieser Verzweigung drin. Reingedrückt quasi. Und ja, so kann man relativ schnell relativ viele Eier auch finden. Das ist der nächste Vorteil beim Nierenfleckzipfelfall. Der hat auch ganz gute Abundanzen oft. Also legt oft einige Eier ab. Und auch dadurch kann man eben gut nachweisen. Es ist jetzt nicht so, dass die Eier super einzeln super oder super selten gelegt werden, super wenig. Vielleicht Pflaumenzipfelfalter, da sind die Eier schwerer zu finden. Ich habe den Eindruck, die Abundanzen sind deutlich geringer. Die Eier sind besser getarnt. Der Lebensraum ist oft der gleiche, also man kann theoretisch auch den Nierenfleckzipfelfalter, das Ei, auf den ersten Blick vielleicht als Anfänger mit dem Pflaumenzipfelfalter verwechseln. Aber der Pflaumenzipfelfalter ist deutlich seltener und die Eier sind deutlich besser getarnt. Nierenfleck, hier das nächste Ei, ist wirklich auffällig, würde ich sagen. Und damit sehr gut für Anfänger geeignet. Jetzt habe ich sogar noch eine Bussonderheit. Habe ich gerade noch gar nicht gesehen. Zwei Stück nebeneinander. Vielleicht auch noch was, was man sagen kann. Nierenfleck normalerweise legt immer ein Ei einzeln. In dem Fall sind es mal zwei. Das sieht man nicht so oft. Aber man soll nie irgendwas ausschließen bei Schmetterlingen. Insofern, ja, nächste Ei. Also, man kann die Art gut finden und gut nachweisen. Und deswegen ist sie besonders gut eben für Einsteiger geeignet. Und ich würde es jedem empfehlen, um erstmal ein Auge im Blick dafür zu bekommen, wie suche ich denn nach den Eiern im Winter. Bevor man jetzt mit einer schwereren Art anfängt, wirklich als erstes mal die einfachen Arten aussuchen. Und dazu zählt definitiv der Nierenfleck. Hier ist das nächste Ei. Genau, also damit will ich jetzt gar nicht länger mehr in die Länge ziehen. Man könnte jetzt sicherlich noch einige Dutzend Eier wahrscheinlich finden. Probiert es einfach mal aus. Egal wo ihr gerade seid, ob es am Feldweg irgendwo ist, ob es ein Waldrand ist, ob es vielleicht sogar eine Bepflanzung im Siedlungsgebiet ist. Probiert es mal aus beim Spaziergang. Schaut auf diese kleinen weißen Eier in den Astgabeln drin. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und genau, bis zum nächsten Mal.